Am 1. Juli stellte die LMU München ihre neuen Massive Open Online Courses, kurz MOOCs, vor. Oder besser gesagt, Bildung für alle, jederzeit kostenlos. Es gibt alle Möglichkeiten, es ist vollkommen frei, es gibt keine Zulassungsbeschränkung und es ist jedem möglich, sich an dem Programm zu beteiligen, ob er in Pakistan sitzt, in Asien, in Afrika oder in den USA. Es ist wirklich ein globales Angebot und das macht es auch so faszinierend. Universitäten wie Stanford und Yale bieten bereits MOOCs an. Dafür arbeiten sie mit dem Unternehmen Coursera zusammen, wie nun auch die LMU. Wir wollen an dieser außerordentlich spannenden pädagogischen und technologischen Entwicklung teilhaben. Da wird ja moderne Technologien eingesetzt. Und das Zweite ist natürlich, dass wir die internationale Sichtbarkeit, die Visibilität der LMU erhöhen wollen. Und das ist uns mit jetzt 120.000 Teilnehmern ja schon recht eindrucksvoll gelungen. Die LMU startet zunächst mit 4 Kursen ihrer renommiertesten Wissenschaftler. Einer davon ist BWL-Professor Tobias Kretschmer. Sein Kurs ist der erste, den die LMU online anbietet. Also der Kurs heißt Competitive Strategy, also Wettbewerbsstrategie, beschäftigt sich mit den Grundlagen der Strategieforschung bzw. der Strategie als solches. Bereits im Vorfeld gab es hierfür mehr als 70.000 Anmeldungen. Weltweit nutzen bereits über 2,5 Millionen Menschen MOOCs, so auch Laura. Sie ist zwar keine Studentin, kann aber aus gut 200 Kursen wählen. Ich habe mich da angemeldet, weil ich da Vorlesungen anschauen kann über Philosophie, Strategie oder Sprachen, also wirklich alles Mögliche. Und dafür muss ich nicht mal an der Uni immatrikuliert sein und kann das überall machen, wo ich bin, also zu Hause oder unterwegs. Das finde ich ziemlich cool. Die Vorlesungen sind ein guter Vorgeschmack auf ein weiteres Studium. Eine Prüfung an der Universität hat aber nach wie vor einen anderen Stellenwert. Ich denke nicht, dass der Kurs die Uni ersetzen wird. Er wird sie sicherlich ändern auf die eine oder andere Weise. Es ist natürlich immer bei technologischen Entwicklungen schwierig abzuschätzen, wo die am Ende hingehen. Aber ich glaube, diese Angebote sind mittlerweile so attraktiv und so professionell, dass sie sicherlich ein wichtiger Bestandteil des zukünftigen Hochschulsystems werden. Schon jetzt steht fest, die Nachfrage nach frei zugänglichen Vorlesungen ist enorm. Ob MOOCs das Lernen der Zukunft revolutionieren können, das wird sich zeigen. Alle weiteren Informationen finden Sie bei uns im Internet auf tvbayernlive.de.